Hi Leute, weiter geht's mit Let's Retro Arctwind, das vergessene Reich. So, unser Leben ist nicht allzu gut und unsere Ausdauer ist auch leer. Wir werden also mal kurz rasten. Dann könnten wir als nächstes kurz unseren Sicherheitsspielstand überspeichern. Die Musik habe ich jetzt mal im Hauptmenü niedriger gemacht, Leute, und das hat geholfen. Super. Dann muss ich das in Zukunft, zumindest wenn ich daran denke, nicht mehr hier im Spiel machen. Okay, dann machen wir Alchemie. Ich habe letztens schon wieder Skyrim gespielt, Leute. Und hier alles. Und dann können wir hier noch ein Brot backen, ein Ei zubereiten und ein Fleisch braten. So. Dann wollen wir doch mal sehen, was wir da heute bekommen. Am meisten haben wir Mehl. Dann am zweitmeisten haben wir Wildweizen. Danach, das habe ich gleich mitgesehen, Leute, der Weizen und dann das Bier. Ja, Lähmung, Schaden, Intelligenz, das ist nicht sehr schön, auch wenn es Lebensenergie wiederherstellt und die Willenskraft festigt. Aber egal, das wird dann alles verkauft, Leute. Alchemie hat sich auf 55 Punkte verbessert, juhu! Gut, dann räumen wir wieder auf. Das ist zu groß. Äpfel gehen, Aschesalz geht, das ist zu viel. Ja, 459 Kilo könnten schon mal zu viel sein. 15,6 sind auch zu viel. Das sind 4,8, das ist auch zu viel. Das geht. Zwei sind zu viel. 1,8 sind zu viel. 0,0 sind leider auch zu viel. Eins ist zu viel. Das ging daneben.
ein Kilo zu viel. Ich glaube, so weit war ich vorhin auch schon, oder? Dass ein Kilo zu viel ist. Naja, 0,4 ist zu viel. ,2 ist zu viel. Es könnten also nur noch 0,1 sein. Ja. Und die haben reingepasst. Dann dürfte jetzt nicht mehr 0,1 hineingehen. Das ging daneben. Na? So, dann haben wir Federn. Licht könnte ich auch mal machen. Ich hänge. Okay. Dann könnten wir mal eben... Reparieren werden wir nachher, Leute. Wenn wir das ganze Zeug da haben. Deswegen jetzt erstmal hier. Pestheilen ist das eine gewöhnliche Krankheit. So, so. So, erstmal sehen, ob wir da etwas drin haben. Nein, haben wir nicht. Dann nehmen wir... packen wir da was ein. Und schon ist das Gold weg, Leute. Wunderbar. Erzbrocken sind noch ein paar da. Und Holzscheite sind noch zu Genüge da. Okay. Wertemrune haben wir. Eine weitere Lorumrune für unsere Sammlung. Das sollte alles passen. Okay. Dann lesen wir jetzt ein Buch. Ahnen und die Dunmer. Geister sind unter ihnen. Die verstorbenen Geister der Dunmer und möglicherweise die aller Rassen bestehen nach ihrem Tod weiter. Das Wissen und die magische Kraft der Verstorbenen Ahnen stärkt die Blutlinien der dunmerischen Fürstenhäuser. Das Band zwischen lebenden Familienmitgliedern und den unsterblichen Ahnen wird mit Blut, Ritualen und Willenskraft besiegelt. Ein durch Heirat in das Fürstenhaus eingetretenes Mitglied bindet sich durch Ritual und Eid an den Clan und erhält somit den Kontakt und die Vorteile der Ahnen des Clans. Jedoch wird sein Zugriff auf die Ahnen geringer sein als der seiner Kinder und er behält zum Teil Zugriff auf die Ahnen seiner eigenen Blutlinie. Der Familienschrein. Jedes Wohnhaus verfügt über einen Familienschrein. In ärmeren Häusern kann dies ein Kamin oder eine Nische sein, wo Familienreliquien aufgestellt und geehrt werden. In wohlhabenden Häusern wird den Ahnen ein Raum zur Verfügung gestellt. Dieser Schrein wird Wartetür genannt und repräsentiert die Tür in das Reich des Vergessens. Hier machen die Familienmitglieder den Ahnen durch Opfer und Gebete ihre Aufwartung, durch Eide und durch Berichte über Familienangelegenheiten. Im Gegenzug kann die Familie Informationen, Übungen und Segen von ihren Ahnen bekommen. Die Ahnen sind daher die Beschützer des Heims, vor allem in der Umgebung der Wartetür. Der Geisterball. Die heiligste Pflicht einer Familie besteht darin, dafür zu sorgen, dass die sterblichen Überreste der Ahnen ordentlich in einer Totenstadt bestattet werden, wie beispielsweise Nekron. Hier trösten sich die Geister gegenseitig über die Kälte in der Welt der Sterblichen hinweg.
Als Zeichen besonderer Ehre und eines großen Opfers kann ein Ahne jedoch einen Teil seiner Überreste als Bestandteil eines Geisterwalds zur Verfügung stellen, der den Familienschrein und die Umgebung schützen kann. Häufig wird im Testament eines Familienmitglieds bestimmt, dass ein Knöchelbein aus den sterblichen Überresten mit heiliger Magie und einer feierlichen Zeremonie in einen klaren Geisterwal eingebracht werden soll. Seltener wird ein gesamtes Skelett oder sogar ein konservierter Körper in einen Geisterwal eingebunden. Diese Überreste werden Leitbild und Zentrum für die Geister der Vorfahren und besonders für den Geist des Verstorbenen. Je mehr Knochen im Geisterwal gebunden sind, desto stärker ist der Zaun. Die mächtigsten Überreste stammen von denen, die auch im Leben die größte Macht besaßen. Der vom Tribunal errichtete große Geisterwal, der die Pest zurückhalten soll, enthält die Knochen unzähliger Helden des Tempels und der Häuser Indoril und Redoran, die ihre Geister dem Tempel und dem Clan als Ersatzfamilie gewidmet haben. Der Geisterwal enthält außerdem Knochen, die aus den Katakomben von Necrom und von den zahlreichen Schlachtfeldern Morrowinds stammen. Die Kälte der Sterblichen. Geister besuchen die sterbliche Welt nicht gern und tun es nur aus Pflichtgefühl. Die Geister berichten uns, dass die Anderwelt für Geister angenehmer oder zumindest bequemer ist, als unsere wirkliche Welt, die kalt, bitter und voller Schmerz und Verlust sei. Wahnsinnige Geister. Wenn Geister gegen ihren Willen gezwungen werden, in unserer Welt zu verweilen, können sie wahnsinnig oder zu Gespenstern werden. Manche Geister sind an diese Welt gebunden, weil sie unter schrecklichen Umständen gestorben sind oder weil sie an einen Menschen, einen Ort oder eine Sache stark emotional gebunden sind. Diese Geister werden Quälgeister genannt. Einige Geister sind von Zauberern gefangen und an verzauberte Gegenstände gebunden worden. Wenn diese Bindung unfreiwillig ist, werden die Geister meistens wahnsinnig. Ein Geist, der freiwillig an einen Gegenstand gebunden ist, kann seinen Verstand behalten. Das hängt von der Stärke des Geistes und der Weisheit des Beschwörers ab. Einige Geister sind gegen ihren Willen zum Schutz von Familienschreien gebunden. Dieses unangenehme Schicksal ist für diejenigen reserviert, die ihrer Familie zu Lebzeiten nicht treu gedient haben. Pflichtbewusste und ehrenvolle Geister unterstützen im Allgemeinen das Einfangen und Binden eigenwilliger Geister. Diese Geister werden für gewöhnlich wahnsinnig und geben schreckliche Wächter ab. Durch Rituale wird verhindert, dass sie die Sterblichen oder ihres Clans Schaden zufügen. Das hält sie jedoch nicht unbedingt von boshaftem oder mürrischem Verhalten ab. Sie sind außerordentlich gefährlich für Eindringlinge. Wenn jedoch ein kluger Eindringling den Wahnsinn des Geistes durchdringt und den Groll des Geistes gegen den eigenen Clan ausnutzt, gelingt es ihm manchmal, den Geist zu manipulieren. Das Reich des Vergessens. Die Existenz des Reichs des Vergessens wird von allen Kulturen Tamirets anerkannt. Es gilt jedoch wenig Einigkeit über die Natur dieser Anderwelt. Einigkeit herrscht jedoch darüber, dass dies die Heimat der Äderer und Dädra ist und dass mittels Magie, Kommunikation und das Reisen zwischen dieser Welt und dem Reich des Vergessens möglich ist. Anders als die menschlichen Kulturen von Tamriel sehen die Dunmer keinen großen Unterschied zwischen dieser Welt und dem Reich des Vergessens. Sie betrachten unsere Welt und die Anderwelt eher als ein Ganzes, das über zahlreiche Pfade miteinander verbunden ist, denn als getrennte Welten mit verschiedenen Naturen und eindeutigen Gesetzen. Dieser philosophische Blickwinkel ist wahrscheinlich der Grund für die größere Affinität der Elfen zur Magie und ihren Praktiken. Fremdländische Ansichten über den Ahnenkult der Dunmer und Geistermagie. Die Altmer und Bosmer verehren ebenfalls ihre Ahnen, jedoch nur indem sie den friedlichen und glücklichen Übergang der Geister von dieser Welt in die nächste ehren. Das bedeutet, Waldelfen und Hochelfen empfinden es als grausam und unnatürlich, die Geister der Toten zu einem Dasein in unserer Welt zu ermutigen.
Noch grotesker und abstoßender ist das Zuschaustellen von Körperteilen von Ahnen in Geisterwellen und Aschegruben. Die Ablage von Fingerknochen in einem Familienschrein empfinden Waldelfen, die ihre Toten essen, als ein Sakrileg und Hochelfen, die ihre Toten begraben, als unglaublich barbarisch. Die menschlichen Kulturen Tamriels sind unwissend und ängstlich in Bezug auf Dunkelelfen und deren Kultur und betrachten sie als genauso unmenschlich und grausam wie Orks und Argonier, jedoch als fortschrittlicher. Die menschliche Bevölkerung von Tamriel bringt den Ahnenkult der Dunmer und Geistermagie mit Totenbeschwörungen in Zusammenhang. Tatsächlich ist diese Assoziation der Dunkelelfen mit Totenbeschwörungen zumindest teilweise für den schlechten Ruf der Dunmer in ganz Tamriel verantwortlich. Das ist im Grunde eine Folge von Unwissenheit, weil Totenbeschwörung außerhalb der akzeptierten Clan-Rituale von den Dunmern aufs Äußerste verabscheut wird. Die Dunkelelfen würden niemals daran denken, an einem Dunkelelfen Totenbeschwörung zu praktizieren und auch nicht an den Überresten anderer Elfen. Allerdings betrachten Dunkelelfen Menschen und Orks als wenig mehr als Tiere. Daher haben sie keinerlei Einwände gegen Totenbeschwörung an deren Überresten oder an Tieren, Vögeln oder Insekten. Die kaiserliche Politik erkennt die Ahnenverehrung und Geistermagie der Dunmer offiziell als Religion an und schützt daher die Freiheit, diese Praktiken auszuführen, solange die Sicherheit des Reiches nicht bedroht wird. Insgeheim glauben die meisten kaiserlichen Offiziellen und Händler, dass die Ahnenverehrung der Dunmer und das Zurschaustellen von sterblichen Überresten barbarisch ist oder sogar etwas mit Totenbeschwörung zu tun hat. Totenbeschwörung der Telvanni. Die Telvanni sind erfahrene Meister der Totenbeschwörung. Sie praktizieren sie jedoch nicht an Überresten von Dunkelelfen und vernünftige Telvanni betrachten solche Praktiken mit Abscheu und rechtschaffenem Zorn. Dies gilt allerdings nicht für die von ihnen durchgeführte Totenbeschwörung an den Überresten von Tieren und an denen von Menschen, Orks und Argoniern, die letztlich in Morrowind auch nicht mehr als Tiere sind. Anmerkung des Herausgebers: Dieses Buch wurde kurz nach Unterzeichnung des Waffenstillstandsvertrages von einem unbekannten Gelehrten als Führer für fremdländische Besucher in Morrowind verfasst. Viele der hier beschriebenen Praktiken sind seitdem in Ungnade gefallen. Die deutlichsten Änderungen betreffen die Totenbeschwörung und den großen Geisterball. Die Dunmer betrachten heutzutage jegliche Totenbeschwörung an einer der anerkannten Rassen als Abscheulichkeit. Der Geisterball hat viele Änderungen im Ahnenkult nötig gemacht. Da die meisten Überreste der Ahnen zur Stärkung des großen Geisterballs verwendet werden, der den Berg Dagoth Ur umgibt, gibt es in Morrowind nur wenige Geisterwälle einzelner Clans. Der Tempel bezeichnet eine solche Praktik als eigennützig. Auch die Instandhaltung von Familiengruften und privaten Wartetüren ist in Ungnade gefallen, da seit dem Waffenstillstand in diesen Gruften und Schreinen nur sehr wenige Überreste bestattet wurden. In den letzten Jahren verehren die meisten Dunmer kleine Teile der Überreste ihrer Ahnen, die in lokalen Tempeln aufbewahrt werden. So Leute, schönes Buch, haben wir schon mehrmals gelesen. Ich hoffe, euch hat es auch gefallen, es mal wieder gelesen zu haben. So, das kommt dann hier rein und ist leider zu groß, also kommt das hier raus, das hier rein und das hier da rein.